9 von uns sind entkommen. Sie können euch nur in einer bestimmten Reihenfolge töten. Welche Nummer bin ich? 7? 5? Ich bin Nummer 4. Ich bin der Nächste. Ich bin auf der Flucht, solange ich denken kann. Du darfst nicht auffallen. Ich kann mich gut anpassen. Na, wie lebst du dich ein? Gut, danke. Gut, das ist gut. Du liegst mit Spock auf derselben Wellenlänge. Hast offenbar eine Schwäche für Freaks, hä? Hör zu, ich finde das süß. Ich finde das echt süß. Ey, du bist so ein lieber Kerl, aber irgendwie ist es lästig. Scheiße, Alter, du bist klatschnass? Nothing, then we're gonna just yank you like bam. Yeah, no worries. All right, no worries. Ready and up. Look, look, action. Okay. Wow. Number 4. I think you have something I need. And action! Pike him! The pike is okay, and cut. So it's like, ooh, you register it, and then, like, you know, then it's go. Because okay. I feel like if I don't, if you turn soon, which is probably, you're watching. John's given a choice to follow his path, what he's come down to Earth to do, and, you know, be a warrior, or choose the girl. And, you know, a lot of things collide. I mean, if he chooses the girl, then he loses the planet that the girl lives on and loses her eventually. And if he fights, he's gonna have to walk away and forget his emotions anyway, so it's a catch-22. Getting cast in this role, it's sort of forced me to challenge myself in a physical way. And I've been training with the stunt team for a long time. We actually started 6 or 7 weeks before I started shooting the film. And those stunt rehearsals were really intense and really physically challenging. And I learned to do backflips, and, you know, I've never done a backflip in my life, and, you know, I'm obviously harnessed in, but I'm backflipping onto, like, enemy aliens and chopping their heads off, and I'm doing crazy stretches and splits and rolls and learning how to fall and fight. Like, that has been the most fun. Cut. Celtics on Delta. Amanda. Foxtrot Marks. Action! Cut! Hey. One, action. Cut. Cut. Ready? Ready? So früh schon auf? Ich muss zur Schule gehen. Nein, vergiss es. Zu riskant. Komm schon, Nummer 3 war komplett untergetaucht und die Mox haben ihn erwischt. Die beste Tarnung ist, sich unter das Volk zu mischen. Ich verhalte mich unauffällig, versprochen. Pass auf, selbst wenn ich es dir erlauben würde, kannst du nicht einfach in eine Schule reinspazieren und dich in ein Klassen... Meinst du, du bist der Einzige, der Dokumente fälschen kann? Hast du für den Notfall... 5 Tage Essen, ein paar Klamotten, GPS, Geld. Wie heißt du nochmal? John Smith. Woher kommst du? Toronto. Bist ganz schön braun für Toronto. Santa Fe, New Mexico. Ich kenne die Regeln, okay? Einmal die Stunde rufe ich dich an. Nimmt keiner ab, weiß ich das, was nicht stimmt. Oh Mann, einmal die Stunde? So oder Hausunterricht. Und dann bin ich dein Lehrer. Na schön. Hey John, bau keinen Mist. Halt dich im Hintergrund, klar?
Ich weiß, wie man nicht auffällt. Dir wird's hier gefallen. John Smith. Okay, du willst mir deinen Namen nicht sagen. Was ist das? Sieht aus, als wolltest du abhauen. Das ist eigentlich privat, okay? Ich war schon an vielen Orten, aber hier gefällt's mir besonders. Du hast diese Kräfte nicht ohne Grund. Indem du dich konzentrierst, lernst du sie zu kontrollieren. Sie sind hier. Wo ist der Junge? Es kommt noch mehr auf dich zu. Ich werde nicht zulassen, dass dir jemand wehtut. Ich laufe nicht davon. Du kannst die Zukunft nicht aufhalten. Hilfe! Sarah! Wo ist sie? Du hast keine Ahnung, wie viele Opfer erbracht werden mussten, damit du leben kannst. Wenn sie dich töten, werden wir alle sterben. Wer bist du? Nummer 6. Zu zweit seid ihr stärker. Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin.